Ich erinnere mich sehr gut an eine ältere Patientin, die zu mir kam in die Sprechstunde mit Schwindelbeschwerden. Sie konnte es gar nicht so genau beschreiben. Sie hat aber immer wieder davon gesprochen, dass ihr beim Bewegen so schwindelig sei. Und sie ist zu ganz, ganz vielen Fachärzten gegangen. Sie war bei ihrem Hausarzt mehrfach. Sie ist selbstständig dann zum HNO-Arzt, zum Neurologen, zum Orthopäden, weil sie immer dachte, irgendwas stimmt nicht. Man hat ihr aber immer nur gesagt, das ist Altersschwindel, Sie sind über 85, das ist normal, leben Sie damit, bewegen Sie sich einfach ein bisschen. Sie kam dann irgendwann auch von sich ganz alleine zu mir in die Sprechstunde. Ich habe sie untersucht, habe ihr einmal zugehört, habe die richtigen Fragen gestellt und es war ganz schnell klar, dass sie an einem sogenannten Lagerungsschwindel leidet. Den konnten wir sofort befreien und sie ist tränenüberströmt mir in die Arme gefallen, weil sie so glücklich war, dass sie plötzlich diesen Drehschwindel bei Bewegung nicht mehr spürte.